Alter, was geht ab, Leute? Hong hier mit ein paar Neuigkeiten. Und zwar ist es jetzt 10.15 Uhr und vor 15 Minuten hätte das Valentinstags-Event zu Ende gehen sollen. Aber kurz davor gab es ein paar Serverprobleme, keiner konnte sich einloggen, alle haben wieder ein bisschen umgeholt. Und es gab wieder die Vermutung, Niantic macht mit Absicht Serverprobleme, damit die das Event verlängern können. Kurz nach 10, was passiert? Ein Tweet, nennt man das so? Ja, ein Tweet von Niantic. Event wurde verlängert um 24 Stunden, was halt echt null überraschend war. Echt komisch, was Niantic da macht. Auf jeden Fall, Valentinstags-Event, Chanera, Libiscus, Shiny Libiscus, einen Tag länger da. Was gut ist, weil ich habe das bisher noch gar nicht ausgenutzt, nur am ersten Tag. Jetzt gestern und heute gar nicht gezockt, für euch dann vorgestern und gestern. Und Freitag nach der Arbeit, ihr wisst, Freitag mein erster Arbeitstag. Und danach kann ich ein bisschen im Parsing vorbeischauen, vielleicht fange ich noch einen Shiny Libiscus, ein bisschen Staub farmen, das muss ich auf jeden Fall noch ausnutzen. Und zusätzlich wurde ein neues Event angekündigt. Und zwar, für alle meine Asiaten da draußen, heute ist Chinese New Year, Lunar New Year, Mondneujahr auf Deutsch. Sagt man das so, Mondneujahr? Auf jeden Fall asiatisches Neujahr. Ich habe es gefeiert mit meiner Familie heute, deswegen habe ich auch das Valentinstags-Event nicht ausgenutzt mit den Libiscus. War heute nicht im Parsing deswegen. Und das gilt jetzt 3 Tage. Und zwar ist dieses Jahr das Jahr des Hundes. Und anlässlich dazu hat Niantic halt dieses neue Mondneujahr extra Sternstopp-Event vom 15. Februar, 13 Uhr PST, was bei uns halt 10 Uhr ist, bis zum 17. Also 3 Tage gibt's. Da steht aber nicht dreifach, also da steht einfach nur mehr Staub. Ich weiß gar nicht wie viel. Für Fukano, Evoli, Snubbull, Pfiffchen und Fritzeblitz. Also ich habe in den Kommentaren zum Valentinstags-Event ein paar Theorien gelesen, die dazu passen. Die meinten auch, dass nach dem Valentinstags-Event dann noch ein neues Event kommt, alle 2 Tage ein neues Event, weil das macht halt echt wenig Sinn, dass das Valentinstags-Event nur vom 14. bis 15. geht, aber das mit den 6 Stunden Lockmodulen bis zum 23. geht und da halt diese große Lücke ist. Und da meinten auch ein paar, dass alle 2 Tage ein neues Event kommt, wo neue Pokémon dazukommen, die mehr Sternstaub bringen, und die hatten echt recht, die Leute. Die Frage ist halt dann nur, was nach dem 17. ist. Moment. 17. Das wäre dann auch noch fast eine Woche, 6 Tage, bis das Event zu Ende ist. Also da könnte dann eigentlich auch noch was kommen. Und die Frage ist, bei den Hunden jetzt, die kommen, ob es da irgendwas Shiny gibt. Da bin ich auch gespannt. Werden wir ja wahrscheinlich in ein paar Minuten eh sehen. Da wird dann eh wieder irgendeiner auf Reddit oder Twitter oder sowas sein Shiny posten, wenn er es bekommen hat. Aber das war's von mir. Kurze Ankündigung. Geht's raus. Staubfarmen. Frohes neues Jahr. Das Jahr des Hundes. Viel Spaß noch. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.